Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Lumberjacks Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Es herrscht immer noch Chaos hier, denn wir haben in der letzten Folge hier unser Haus gestrichen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare. Der eine oder andere meinte, oh, ich hätte es vielleicht doch eher in Rot belassen. Oder den eigentlichen Holzlook, der jetzt auch nicht verkehrt aussah. Den Steg habe ich mich entschieden, den lassen wir mal in diesen naturellen Look. Ansonsten sieht das Haus meiner Meinung nach recht cool aus. Was wir heute machen werden ist, wir werden heute mit der Renovierung des Daches beginnen. Und dann werden wir auch den Innenausbau machen. Ihr habt mir noch ein paar Tipps und Tricks geschickt. Oder Tipps und Tricks geschrieben, dass wir natürlich auch die Katze ab und zu mal füttern müssen. Das ist auf jeden Fall auch vollkommen richtig. Aber was wir heute machen werden ist, wir werden erstmal ein bisschen hier uns das Keramikdach aufnehmen und werden das Dach decken. Und dazu werden wir uns jetzt einfach hier in schwindelerregende Höhen begeben. Und müssen auch noch viele, viele weitere Dinge hier machen. Macht auf jeden Fall Spaß. Da werden wir heute auch noch ein bisschen, wenn es klappt, mit dem Innenausbau beginnen. Zu den Möbeln habt ihr auch immer was geschrieben. Ach, guck mal, da komme ich gar nicht hoch. Das ist natürlich schwierig. Deswegen laufen wir da nochmal runter. Und werden dann jetzt hier... Ach, guck mal, da kommen wir hoch. Das sieht, glaube ich, gut aus. Ja, und ihr habt auch gefragt, was mit Paisley ist. Ja, um Paisley kümmern wir uns auch bald. Ja. Wir werden immer mal wieder auch ein paar Sachen verkaufen. Ein paar Sachen dementsprechend neu machen. Das heißt, wir werden auch natürlich weiterhin Möbel produzieren, um Geld zu verdienen. Wir müssen Holz, getrocknetes Holz noch hin und her fahren. Das werden wir alles nach und nach machen. Um dann hier auch natürlich so langsam, aber sicher weiterzukommen. Ne? Auch mit Paisley müssen wir noch anbandeln. Ja, da werden wir das dritte, ich glaube das dritte Date wäre es. Werden wir dann auch nochmal machen. In einer der nächsten Folgen. Aber jetzt, ja, der Hund, ne? Dass der uns überall hinfolgt, ne? Ist auch ein bisschen gefährlich eigentlich. So ein Hund auf dem Dach, ich weiß nicht. Bisschen arg gefährlich. So, wir sind jetzt hier soweit ready. Dann müssen wir hier nochmal den Bereich machen. Da unten, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Sehr schön. Und da können wir bald das Gerüst wegpacken. Ja, Schornstein ist ja schon repariert. Das haben wir ja schon seinerzeit gemacht. Wo wir begonnen haben, ja, hier mit den Quests. Ne? Wir haben schon über 100 Folgen mittlerweile. Vielen, vielen Dank für den wirklich klasse Support, Leute, für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Und schön, dass ihr dieses Projekt immer noch genauso feiert, wie zu Beginn. Es macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß. Und, ja, das ist echt ein tolles Spiel. So, jetzt sind wir hier ready. Ich guck mal, habe ich irgendwas vergessen zu renovieren? Ja, hätte man vielleicht auch die Terrasse rot machen können, habt ihr gesagt. Ich belasse es jetzt einfach mal bei der Farbe. Und da können wir jetzt hier wieder runtersteigen. Ich hoffe, der Hund kommt auch einigermaßen runter. Ne, wir haben natürlich noch hier die Werkstatt zu reparieren. Wir haben die Scheune noch zu reparieren. Dann hier noch das Gewächshaus. Dann das alte Sägewerk. Das werden wir auch nochmal aufrüsten. Beziehungsweise auch renovieren. Also zu tun haben wir auf jeden Fall genug. Ne, jede Menge. Und ja, da werden wir auf jeden Fall einiges in nächster Zeit machen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was essen, ne? Genau. Wir ballern uns mal ein paar Pilze rein hier. Wilder Pilz. So, die können wir auch essen. Ist ja auch durchaus möglich, ne? So, werden wir gleich mal die Gerüste einsammeln. Nämlich die brauchen wir nicht mehr. Da sind wir ready. So. Und dann werden wir uns... erstmal auf den Dachboden begeben. Es sieht hier ein bisschen aus wie bei Hempels. Ja, das ist richtig. Ist aber nicht schlimm. Denn, ja, wir müssen auf jeden Fall noch einiges machen. Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun. Hier auf unserem Hof. Ich will mal kurz ein kleines Screen machen. Für das LP mit der Dachreparatur. So, mal gucken. Dach reparieren. Das sieht man hier schlecht, ne? Ach komm, wir springen runter. In der Realität bitte nicht machen, ne? Ist natürlich auch klar. Aber man sieht das so schlecht. Schade. Ist ja nicht schlimm. Dann machen wir halt ein anderes Foto nachher rein. So, abgerüstet haben wir. Bedeutet, wir können jetzt hier natürlich in den Innenraum uns begeben. Wir haben auch schon ein paar Möbel hier unter Sonstiges. Guck mal, hier Betten und so weiter. Ihr habt mir auch geschrieben, wie man das Ganze durchführt. Finde ich auf jeden Fall auch recht cool. Hier drunter, warte mal, hier drunter müssen wir das nicht auch streichen? Oder bleibt das so? Nee, das Holz bleibt, glaube ich, so, ne? Mit dem Dach. Müsste ich da nochmal gucken. So, dann haben wir natürlich noch hier jede Menge an,
ja, Artikeln, die wir auf jeden Fall ja, reparieren können, die wir austauschen können. Ne? Wir können auch die Garderobe komplett entfernen hier, sodass wir dann auch eigene Möbel hier hinbauen. Also einfach rechte Maustaste drücken, dranlaufen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was wir denn bei uns hier alles haben. Wir haben einmal Bett. Okay, eine Blaupause. Dann haben wir Doppelbett, 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 Kinderbett, Wiege. Vielleicht sollten wir noch ein paar Sachen... Ach, guck mal, wir haben ganz viele Sachen hier. Guck mal, Kleiderschrank. Kinderbett. Ach, guck mal hier, im Flurschrank. Den könnten wir dann später schon reinstellen. Ich würde sagen, wir entfernen erstmal die ganzen Möbel hier. Zack, mit E. Ja, das habt ihr auch geschrieben. Den alten Hocker auch weg. So, und da müssen wir erstmal alles auseinanderbauen hier. Die Küche lasse ich erstmal nochmal stehen. Wir haben natürlich hier auch noch den Innenbereich, wo wir hier auch die ganzen Sachen jetzt hier nach und nach wegmachen können. Hier ist die Feuerstelle, da können wir sogar ein Feuer machen. Wir können jetzt auch oben umziehen. Das wollte ich mir auch mal angucken, warte mal. Wo war denn die Umkleide jetzt hier? Die war auch irgendwo hier, oder? Umkleide? Die habe ich doch gerade gesehen. Wo war denn jetzt die Umkleide? Ach, die war unten. Unten war die Umkleide. Aber echt ein Ankleidezimmer. Das ist ja richtig nobel. Das ist ja richtig schön. Hier scheint der Umkleideraum zu sein. Jo. Hier können wir uns umziehen. Aller Voraussicht nach. Wie funktioniert das denn? Umkleideraum. Wenn du mehr Kleidung hast, kannst du sie hier wechseln. Ah, okay. Wir haben doch keine passende Kleidung. Da könnten wir jetzt hier rangehen. Und könnten das dann ready machen, ne? So, dann würde ich sagen... Machen wir mal hier auch die ganzen Möbel weg. Auch den alten Stuhl, den Tisch und so weiter. Und bereiten alles vor. Die Küche lasse ich erstmal da, falls wir noch irgendwas verarbeiten müssen. Das geht leider nicht weg. Das Bild... Ah, es ist ein Regal, okay. Das können wir auch wegmachen. Also die ganzen alten Sachen hier. Das lassen wir, wie gesagt, erstmal stehen. Das machen wir dann zum späteren Zeitpunkt. Wir könnten auch die Türen, die können wir nicht entfernen. Wir können ja auch die ganzen Regale entfernen. Machen wir erstmal alles weg. Das muss ja dann... auch erstmal neu gemacht werden, ne? So, dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar Farben. Wir werden auch ein paar Farben wieder verkaufen. Um dann hier soweit klar zu kommen. Das heißt, wir beginnen heute mit dem Innenausbau. Dann machen wir hiervon einfach mal ein Screen. Ne, es sieht halt richtig leer aus, ne? Ihr seht das schon. Kann man die Lampen eigentlich auch entfernen? Ne, die Lampen bleiben. Das finde ich schade zum Beispiel. Ne, da können wir hier auf der Terrasse vielleicht auch noch ein bisschen ein paar Möbel hinstellen. Müssen wir mal gucken, ne? Also zu tun haben wir auf jeden Fall jede Menge. Was haben wir hier noch? Das kann man auch nicht wegpacken. Lampen gehen leider auch nicht. Die Rollos. Ah, die Rollos kann man auch nicht machen, ne? Ist eigentlich auch schade. Habe ich irgendwas vergessen zu streichen von innen? Nee, das ist schon weiß, ne? Das passt. Oder habe ich da doch irgendwas vergessen? Warte mal. Nö. Das passt. Sehr schön. Gut, dann werden wir uns mal ein bisschen Holz nehmen und mit dem Innenausbau heute beginnen. Da habe ich mich ja für nicht getrocknetes Holz entschieden. Weil das ja auch absolut Sinn macht, die Tür vielleicht noch in einer anderen Farbe streichen. Wobei, nee, komm, die lassen wir in der Holzoptik. Ich glaube, in der Holzoptik ist das gar nicht verkehrt. Und ja, dann werden wir jetzt erstmal hier alles auskleiden mit neuem Holz. Im neuen Glanz, da werden wir das streichen. Tapeten gibt es, glaube ich, nicht. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine coole Sache. Aber wir sind halt hier alles immer am Verarbeiten von unserem jeweiligen... von unseren jeweiligen Dingen, die wir da haben. Oben könnten wir natürlich auch alles rausschmeißen. So, warte mal. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was. Da sieht man schon deutlich den Unterschied hier, ne? Und wenn man das dann streicht, sieht es auf jeden Fall irgendwann sehr, sehr gut aus. Ich weiß auch gar nicht, ob es andere Materialien gibt. Ob es... Putz gab es, glaube ich, nicht, ne? Dass wir das hier irgendwie verputzen können, ne? Müsste ich eigentlich noch mal kurz... gleich nochmal gucken. Aber ich meine, man könnte das nur mit Holz verkleiden. Den Türrahmen, den müssen wir natürlich auch erneuern. Ist klar. So, sehr schön. Dann haben wir hier soweit schon mal ready. Wir könnten ja mal kurz gucken, ob es da noch andere Materialien gibt. Ich bin mir da nicht sicher. Hier oben ist ja der Bau. Ach, guck mal, wir haben den alten Pickup da stehen lassen. Da können wir da einmal hinspringen. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Den müssen wir auch nochmal reparieren. Ich gucke jetzt mal gerade.
Ne, wir haben hier Holzdielen, Holzdielen. Stein gab es, glaube ich, nicht. Hier bekommt ihr übrigens die Farben, Leute. Und könnt dann die Farbe auswählen, weil ihr auch gefragt hattet, wo ich die Farbe herbekomme. Dazu müsst ihr aber allerdings erst die Möbelfabrik haben, ne? Weil das auch noch eine Frage von euch war. Wir haben Bitumendach, Metallplatten. Ne, wir haben keinen Stein. Also Stein fehlt mir hier ehrlich gesagt noch. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, aber naja, gut. Man kann halt immer nicht alles haben, ne? Die zwei Stück hier nochmal auf. Dann machen wir weiter hier mit dem Innenausbau. Sieht auf jeden Fall schon viel, viel schöner aus. Den Boden... Ah, den haben wir, glaube ich, sogar schon... Oder der war schon für ready, ne? Guck mal, hier müssen wir auch noch den Boden machen. Boah, guck mal, wie viel wir da renovieren müssen. Das ist schon... Bei der Küche später... Können wir das auch noch machen, ne? Ja gut, fangen wir mal hier im hinteren Bereich an. Muss ich gleich sowieso wieder raus, ein bisschen Holz holen. Weil es schon wieder alle ist, ihr seht schon. Ja, Holz und so weiter braucht man auf jeden Fall sehr, sehr viel hier. Habe ich denn hier noch Holz abgestellt? Ich werde auch irgendwann mal aufräumen hier, ne? Weil ihr auch schon wieder geschrieben habt, räum doch mal auf den ganzen Kram. Warum steht denn da alles rum? Ja, wir brauchen ja vielleicht auch noch ein paar andere Farben für den Innenbereich. Das würde ich eher so ein bisschen hell gestalten. Müssen wir mal gucken. Wobei, diese Holzoptik hier für den Eingangsbereich... Gefällt mir jetzt optisch sehr, sehr gut. Mal gucken, ne? Ich glaube, das lasse ich in Stein hier. Das will ich jetzt nicht unbedingt haben. Es sei denn, es gehört jetzt hier zu dem Teil mit hinzu, ne? Wir könnten das jetzt auch komplett in Holz machen. Aber das lasse ich mal in Stein. Wobei, es könnte natürlich sein, dass da die Ecke soweit ist, ne? So. Da oben auch nochmal. Sehr schön. Ich glaube, es gehört hierzu, ne? Ja, okay, das bleibt Stein. Sehr gut. War ich mir jetzt gerade nicht sicher, deswegen nicht, dass dann dieser schöne Kamin verschwindet. So. Die oberste Etage machen wir dann zum späteren Zeitpunkt. Ich werde jetzt erstmal die unterste Etage machen. Da werden wir dann noch ein paar Sachen herstellen und die dann natürlich auch hier mit reinbauen, ne? Also es ist auf jeden Fall schon mal recht gut. Entwickelt sich sehr, sehr fix. Ist natürlich immer die gleiche Aufgabe jetzt hier. Das ist wie beim Außenanbau von den Sachen her gleich. Man kann jetzt hier auch nichts einstellen. Wie zum Beispiel bei Medieval Dynasty. Ne, morgen gibt es wieder den Sim-Freitag, Leute. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Ab 19 Uhr geht das Ganze los. Da werden wir morgen mal ein neues Spiel wieder antesten. Wie jeden Freitag am Sim-Freitag. Start 19 Uhr, wie immer live auf Twitch. Ne, schaut gerne vorbei. Spielen wir erstmal den Powerwash Simulator. Dann werden wir den Castle Flipper ein bisschen spielen. Und anschließend... erst Tramsim und dann noch den Castle Flipper. Wird auf jeden Fall morgen längerer Stream geben. Genau wie am Samstag auch. Da werden wir den LS19 wieder spielen. Und ab nächster Woche ändert sich ein bisschen was bezüglich der Stream-Zeiten. Streams gibt es ja immer dienstags, donnerstags, freitags und samstags. Ne? Bisher war es so, aufgrund des FSL-Trainings, dass wir immer erst um 20.30 Uhr am Dienstag gestartet sind. Das ändert sich in der nächsten Woche, dass wir auch da am Dienstag um 19 Uhr starten. Und was sich ändert, ist so ein bisschen das Programm, was wir machen. Das heißt, dienstags und freitags werden wir andere Spiele spielen, vorwiegend freitags Simulationsspiele. Und am Donnerstag und am Samstag spielen wir den LS. Ne? Also Donnerstag ist definitiv immer die Challenge eingeplant, die DFV-Challenge. Und ansonsten gucken wir dann mal, dass wir auch ab und zu mal, ich habe mir noch die eine oder andere Map angeschaut, vielleicht noch so ein kleines Twitch-Projekt machen. Wo wir dann auch ein bisschen mal wieder auf einer anderen Karte unterwegs sind. Mal gucken, ne? Wie gesagt. Also, nur noch zweimal die Woche auf Twitch, LS und zweimal andere Spiele. So, jetzt brauche ich noch Holz, ne? Müssen einmal rüberlaufen. Denn ich meine, ich hätte hier nichts mehr drin. Guck mal, wir haben viel zu viel eingekauft. Wir haben viel zu viele Farben hier. Die können wir auch immer wieder verkaufen, ne? Das ist echt wirklich ein Vorteil. Ich laufe jetzt hier mal rüber. Ich muss mal das Chaos wieder beseitigen. Nämlich immer, das ist seit dem letzten Update so, ne, Leute? Immer, wenn ich ein neues Spiel starte und gerade Holz auf dem Weg ist, wird das hier eingelagert, ne? Egal, was ich vorher eingestellt habe. Das ist absolut nervig. Ich hoffe, das wird irgendwann nochmal gefixt mit einem Update. Da muss ich das Holz nochmal rüberfahren. Ist echt
auf Dauer belastend, würde ich eher sagen. So, wir machen jetzt hier noch fix den Boden fertig. Da ist die Katze übrigens, ne? Da müssen wir mal ein bisschen angeln gehen. Und zu renovieren haben wir auf jeden Fall richtig viel. Der Dachboden muss noch gemacht werden, der Keller muss noch gemacht werden. Also ganz, ganz viel zu tun hier. Jetzt machen wir erstmal hier den Boden soweit fertig. Und da sieht man schon deutlich den Unterschied hier, ne? Guck mal. Wirkt gleich ein bisschen wohnlicher. Mit ein paar Farben dran würde ich es sogar noch ein bisschen besser finden. Ich weiß gar nicht, kann man den Boden eigentlich auch streichen? Müssen wir mal gucken, ne? Müssen wir mal schauen. Habe ich jetzt eigentlich im Umkleideraum auch alles weggetan? Weil den können wir eigentlich gleich auch noch mitmachen. Die Küche, die reißen wir später raus. Dazu müssen wir erstmal Küchenelemente bauen. In unserer Möbelfabrik. Wir werden natürlich auch weitere Dinge da verkaufen. Dass das auch soweit passt. Sehr schön. So ein schöner, dunkler Holzboden, würde ich hier meinen. Schade, dass man keine Fliesen platzieren kann oder sowas, ne? Das ist wirklich schade. So, natürlich würde man die Küche auch vorher rausräumen, bevor man den Boden macht, ne? Von der reinen Logik her, aber wollen wir jetzt erstmal nicht. Guck mal, da unten das Lager müssen wir auch noch machen. Unser Vorratslager. Die Treppen müssen wir natürlich auch noch renovieren. Aber wir wollen natürlich auch gucken, dass wir hier ein bisschen Abwechslung drin haben. So. Und dann immer mal wieder was anderes machen. Nächster Punkt wäre, glaube ich, malern. Also hier Farben ranbringen. Dazu werde ich aber erstmal ein paar Farben wieder verkaufen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, welche Farben ihr gerne auf dem Boden haben wollt. Oder auch an den Wänden, ne? Was jetzt hier cool passen würde. Weil ich finde, so rein Holzoptik ist mir ein bisschen, weiß ich nicht, ist nicht zu bieder, aber es ist halt irgendwie nicht so dolle. Ist jetzt meine persönliche Meinung, ne? Klar, es gibt, guck mal, das bleibt weiß hier. Das finde ich zum Beispiel auch schade, dass dieser Aufgangsbereich jetzt hier weiß bleibt, ne? Und die Treppen bleiben auch so. Ja, das können wir hier auch schon mal machen, warte. Also ich fand, bei Farmers Dynasty könnte man da ein bisschen mehr auswählen, ne? Und auch Sachen ändern. Da gab es ja auch noch Steine und sowas. Oder ich habe das irgendwie verpeilt. Habe es nicht gesehen. Wenn ihr es wisst, Leute, schreibt es gerne rein. Weil, kann natürlich sein, dass ich das ein oder andere Mal übersehe. Ja, nicht das erste Mal. Und wir brauchen noch ein bisschen Holz. Laufen wir nochmal zurück. Oder werden wir das Chaos hier bald mal beseitigen. Wir müssen auch mal so ein bisschen sortieren, was für Farben wir haben. Vielleicht werden wir noch ein paar Farben behalten. Dass wir das dann auf jeden Fall auch noch machen. Klar, ich könnte jetzt hin und her springen mit den Fahrzeugen hier, Gabelstapler und so weiter, aber so bisher wollen wir uns ja schon bewegen hier. Geht ja nicht auf Schnelligkeit hier, der ganze Spaß, sondern wir wollen das ja schön nach und nach machen und auch in ganz entspannten Folgen. Sehr schön, dann haben wir das hier auch gleich ready. Gucken gleich nochmal in der Umkleide. Dass wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen umräumen. Warte mal, wo waren das jetzt hier? Wir waren jetzt gerade am Aufgang, ne? Richtig. So, dann machen wir den hier auch nochmal fertig. Die obere Etage werden wir dann komplett neu machen. Da werden wir neue Möbel reinstellen. Aber erstmal muss Farbe dran. So, da oben brauchen wir noch nicht. So, jetzt haben wir hier den Innenbereich soweit ready, würde ich sagen. Das passt. Warum die Wand jetzt hier in der Farbe ist, ich weiß es nicht. Ich will mal kurz checken, ob wir jetzt hier den Boden auch streichen können. Was haben wir denn hier für Farben? Das ist dieses Türkis. Das ist Rot. Wir haben doch auch Weiß, ne? Guck mal, das ist dieses Beige hier. Sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. Fertiganstrich. Das ist so ein Braunton, ne? Guck mal, den Boden kann man auch streichen. Vielleicht, dass man hier so einen dunklen Holzboden reinpackt. Die Wände kann man natürlich... guck mal, das kann man auch streichen. Aber die Frage ist, ist das weiß oder ist das eher grau? Müssen wir mal mit weiß testen. Oder wir verändern es grundsätzlich. Also anstreichen können wir das auf jeden Fall schon mal ändern. Wir können ja mal kurz anpinseln, warte mal. Ich guck mal kurz. Hier würde ich es weiß lassen, das ist ganz okay. Und hier vielleicht so einen kleinen Braunton, ne? Aber den Boden... Ne, wir können den Boden hier nicht streichen. Warum eigentlich nicht? Wir müssen den echt in diesen Holzoptik lassen. Finde ich schade. Und den können wir streichen? Warum? Wir haben doch fertiges Holz genommen.
Das verstehe ich jetzt nicht. Warum kann ich den Boden nicht streichen? Oder hat das was damit zu tun, dass ich kein getrocknetes Holz genommen habe? Liegt es vielleicht daran? Oh nein. Das Holz ist nicht getrocknet. Haben die das geändert? Guck mal, ich kann hier auch die Wand nicht streichen. Ach, ich hätte getrocknetes Holz nehmen müssen. Wartet mal. Ich nehme mal kurz ein bisschen getrocknetes Holz und dann checke ich das nochmal. Oder ich habe jetzt einfach einen kleinen Gedankenfehler. Das kann natürlich auch... Na, erstmal einen Schluck Kaffee nehmen hier. Es ist auch verdammt warm geworden. Also ich schwitze hier in meinem Aufnahmeraum. Irgendwie knackige 27 Grad draußen. So, warte mal. Wo haben wir denn noch getrocknetes Holz? Haben wir auch noch was da? Da haben wir noch getrocknetes. Feuchtigkeit 0. Ja, das... Ein Unterschied, weil wenn ja, aber es hat ja außen auch keinen Unterschied gemacht mit dem getrockneten Holz. Warte, ich muss das jetzt mal checken, weil ansonsten können wir gar nichts streichen. Da müssen wir alles in dieser Holzoptik lassen. Finde ich persönlich gar nicht gut. So, nee, wir können hier nichts mehr ausbessern. Geht nicht. Aber ich will das nicht in der Farbe lassen. Ich verstehe es gerade nicht. Haben wir noch Farbe hier im Inventar? Warte mal. Gehen wir nach oben. Nee. Ich nehme noch mal ein bisschen Farbe. Was wollten wir machen? Diesen Braunton, ne? Wo ist denn der? Da. Diesen leichten Braunton oder Beige. Hier könnte ich streichen. Außen, aber innen nicht. Die Tür könnten wir auch streichen. Den Rahmen. Diesen Boden kann ich streichen. Aber den nicht. Das ist echt komisch. Auch die Wände kann ich hier nicht streichen. Das ist ja echt komisch. Oder ich muss hier erst alles renovieren, ne? Na komm, wir machen noch fix die Kleiderkammer. Also ich finde es gerade sehr, sehr komisch, warum das Ganze nicht geht. Wenn ihr es wisst, wie gesagt, schreibt es bitte gerne rein. Ich finde jetzt den Fehler nicht. Warum ich jetzt hier nicht streichen kann. Also das Haus in der kompletten Optik. Oder müssen wir Spanplatten dran machen? Warte mal. Nee, die können wir nicht aufnehmen, ne? Die sind nicht zur Verarbeitung gedacht. Schade eigentlich. Weil Spanplatten würde man ja in der Regel dafür nutzen, ne? So, wir nehmen das nochmal auf. Jetzt mache ich nochmal die Umkleide fertig. Finde ich persönlich jetzt sehr schade. Aber naja, gut. Sei es drum, ne? Sei es drum. So, warte mal. Den Boden können wir hier nicht machen. Das können wir ja auch nicht machen. Ich mache nochmal eben fix die Umkleide fertig. Mal kurz hier die Möbel entfernen gleich. Warte mal. Ah, das kann ich nicht machen, wenn ich hier Holz in der Hand habe. Okay. Machen wir erstmal den Spaß hier. Verstehe ich persönlich nicht, aber okay, gut. Sei es drum. So, den Spaß haben wir jetzt auch gleich fertig. Ist hier noch irgendwas? Da noch. So, dann haben wir das auch. Da können wir den Spaß hier entfernen. Die alte Garderobe, den alten Kleiderschrank, den alten Koffer hier. Da müssen wir mal kurz hier das Holz aufnehmen. Wo habe ich das denn jetzt hier gehabt? Werkzeuge, da. Benutze Holzdielen. Müssen wir die Wand natürlich auch nochmal machen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum man es hier nicht streichen kann. Ist recht komisch. Ich kann es mir nicht erklären. Wir testen das jetzt nochmal. Ich nehme jetzt aber einfach mal eine andere Farbe. Ist ja auch egal. Also hier kann ich, hier kann ich. Ah, jetzt kann ich. Guck mal. Jetzt geht's. Okay, gut. Das hat ja wohl damit zu tun, dass man erstmal einmal komplett alles renovieren muss auf einer Etage. Oder ging das mit der braunen Farbe vielleicht nicht? Weil er schon braun war? Wartet mal. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, ne? Ach, die braune Farbe geht nicht, weil das schon in braun ist. Warte mal. Ah, lol.
So, okay, gut, es lag nicht daran. Ich habe es rausgefunden, Leute. Gut, da würde ich sagen, ne? Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Hier werden wir so einiges geschafft, haben ein bisschen was renoviert. Ich habe mich wieder ein bisschen blöd angestellt, weil das nämlich die gleiche Farbe ist wie eigentlich auch der Boden. Ja, ne? Man kennt es ja, den Profi. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, Leute. Wünsche euch ja, noch einen schönen Tag. Ne? Lasst es euch gut gehen und sage mal bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.